So YouTube, jetzt bin's ich heute mal wieder und zwar haben wir heute ein 435i zu Gast, in dem Fall mit dem N55B30. Wir haben 306 PS und 400 Newtonmeter. Das Auto ist hier zu einem Kupplungstausch. Wir fahren aktuell ist in dem Auto eine JB4 verbaut und es ist einfach so, wenn er die höchstmöglichste Map fährt, die er momentan fahren kann mit Serienhardware bzw. nur mit Downpipes, dann ist es einfach so, wenn er die fährt, dass die Kupplung obenrum zu rutschen anfängt. Das heißt, die Kupplung schafft es nicht, die Kraft zu übertragen und dann hat er im Endeffekt Drehzahlschwankungen und es geht nichts vorwärts. Das heißt, hier schafft nur Abhilfe eine Performance-Kupplung, die bekommt er auch verbaut. Und er wird dann weiterhin erstmal die JB4 fahren, weil er sonst soweit zufrieden war. Das Einzige, was wir noch machen dürfen, ist eine VMAX-Aufhebung. VMAX-Aufhebung aus dem Grund, weil das kann diese Box nicht. Das kann momentan noch keine Box oder keine normale Box, sage ich mal ganz vorsichtig. Das heißt, wir machen hier noch eine VMAX-Aufhebung. Ist relativ einfach in der Zwischenzeit. Geht über die OBD-Schnittstelle. Das war bis vor 2-3 Monaten noch nicht so. Da musste man noch die Ansaugbrücke ausbauen, weil hier ist quasi die Ansaugbrücke und das Steuergerät sitzt quasi genau unter der Ansaugbrücke und ich habe keine Möglichkeit, das Steuergerät auszubauen, ohne dass ich die Brücke ausbaue. Und das war noch immer relativ zeitaufwendig. Klar, wenn man schnell ist und sauber macht und ein paar Mal gemacht hat, dann geht es einen Ausbau, sage ich mal so 20 Minuten pro, also pro Einbau, Ausbau 20 Minuten jeweils, also 40 Minuten, aber es spart halt so auch enorm Zeit. Zumal, wenn man jetzt hier irgendwie was nacharbeiten muss oder kommt auch mal vor, dann ist es halt deutlich einfacher, weil ich kann es über die OBD-Schnittstelle wieder erneut überflashen und so muss ich halt jedes Mal Steuergerät raus, Steuergerät hin. Zwischenzeitlich gab es dann mal die Möglichkeit mit einem Patch, dass man es einmal aufmachen muss und dann ging's. Und jetzt ist es so, dass es komplett über OBD geht. Das heißt, wer Interesse hat, die ganzen F20, F30 Modelle gehen alle, F80, 82 gehen jetzt alle über OBD. Hier einfach unten ist die E-Mail-Adresse eingelistet, einfach eine E-Mail schreiben für Anfragen. Freue ich mich natürlich über jede Anfrage, werde natürlich auch jede Anfrage ordnungsgemäß und sauber beantworten. Aber kommen wir zurück zum 435. Der 435 ist was Besonderes für mich, weil ich finde ihn optisch relativ schön. Er hat eine tolle Folierung, er hat ein paar kleine Details angebaut, er hat die Performance-Streifen, er hat eine schöne Lippe. Da kommen wir aber nachher dazu. Ich werde euch auch noch ein paar Bilder einfügen, vielleicht noch ein kleines Video. Jetzt kommen wir aber erstmal zur Farbe. Ich habe hier den Schlüssel. Und das seht ihr hier schon, ist in dieser Wagenfarbe foliert. Ja. Jetzt würde ich sagen, drehen wir mal vorsichtig rüber. Und dann könnt ihr euch mal selber ein Bild machen von der Farbe, von diesem 435i. Und schwupps. Was meint ihr? Ich finde die Farbe hammermega. Ich werde euch jetzt ein paar Bilder machen. Wir werden anfangen mit dem Umbau und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im Video Teil 2. Bis bald, euer Kevin. Ciao. We'll be right back.